Herzlich willkommen diesmal wieder zum neuen Video bei uns aus der Farm. Heute geht es um Einsiedlerkrebse und Garnelen, also ein zweiter Teil der Cleaning Crew, der Critters, der Putzerkolonne, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Einsiedlerkrebse sind enorm wichtige Tiere, eine riesige Tiergruppe, die dann letztendlich hingeht bis zu so einem Kokosdieb, den wir natürlich nicht im Becken haben, sondern was wir wollen, sind kleine, möglichst friedliche Einsiedlerkrebse. Und weil ich so ein tolles Personal habe, haben die mir das alles mal hier so ein bisschen vorbereitet, sodass wir jetzt nicht durch die ganze Anlage gehen und suchen müssen, weil wir halt durchaus bis zu 10 verschiedene Arten hier im Haus haben, aus ganz unterschiedlichen Gebieten. Da seht ihr jetzt einer unserer Laubfuß-Blauaugen-Einsiedlerkrebse. Das ist, glaube ich, der Halloween, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da konnte der jetzt schön anhand den Scheren sehen, dass er keine Reisscheren hat, sondern so kleine hufeisenförmige Scheren. Und die dienen dazu, um Aufwuchsalgen oder kleine Reste von Futter bzw. auch von toten Tieren, also Aasfresser, langsam und klein abzuschaben. Die verreißen das nicht. Es sind auch keine Kampfscheren, wie man sie manchmal halt eben bei großen Einsiedlerkrebsen hat, wie dem Elegans zum Beispiel, der eine ganz dicke Schere hat. Das sind eher so die Einsiedlerkrebse, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Die gehen natürlich auch mal gerne auf andere, vor allem auf kleinere los. Und da sind sie halt recht gut drin, weil sie natürlich jeden anderen durch die Bank durch erstmal rausziehen können. Hier seht ihr jetzt einen unserer Einsiedlerarten, die wir haben. Die nennen wir Halloween-Einsiedler. Ist aufgrund der Farbverläufe an seinen, das ist schöne Blau an den Füßen, wird er manchmal auch noch als Eleganz bezeichnet, wobei der echte Eleganz-Einsiedler noch dicke Scheren hat. Die hat er jetzt nicht. Und genau das Augenmerk solltet ihr auf die Scheren richten, weil diese kleinen hufeisenförmigen Scheren sind genau die, die wir eigentlich suchen, da diese Arten von Einsiedler Aufwuchsfresser sind, Algen abraspeln können, abschneiden können, gerade vor allem auch Fadenalgen, solche Sachen, oder auch nur so kleine Futterreste, sind aber in der Regel nicht so räuberisch wie die Arten mit den großen Scheren, die auch vor allem untereinander meistens nicht so oft klarkommen. Das heißt, man kauft halt 10 Stück von denen und hat in kürzester Zeit nur noch 2, weil die sich jeweils gegenseitig aus den Häuschen rausziehen. Die Tierchen, die jetzt hier abhauen wollen, das sind unsere Dageti-Einsiedler. Die kommen aus Sri Lanka und die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Also sie haben meistens dasselbe Häuschen. Die finde ich besonders schön, weil sie sehr häufig eine wunderschön gefärbte Schneckenschale, Schneckenhaus haben. Allerdings ist das kein Bestimmungsmerkmal. Auch andere Einsiedler holen sich natürlich die Gehäuse. Insofern muss man sich immer den Einsiedler genau angucken, wenn man so eine bestimmte Artzugehörigkeit machen soll. Das ist eigentlich ein wichtiger Fakt. Ja? Man kann Einsiedler nie am Gehäuse festmachen. Nein, das können wir vergessen. Es gibt aber natürlich schon so, dass wenn eine Einsiedlerart halt da vorkommt, wo sehr viel Ceritium sind, dann habt ihr den Einsiedler in Ceritiumgehäusen drin, die ihr nutzt. Und wenn ihr dann so eine Portion Ceritiumschnecken habt, kann auch sein, dass der ein oder andere Einsiedlerkrebs natürlich mit drin ist. Aber es ist keine Artbestimmung damit möglich. Das könnt ihr gleich mal vergessen. Schon gar nicht in einem Zoofachgeschäft oder Meereshandel, wo wir praktisch Einsiedlerkrebs aus allen Herren Ländern kriegen und die dann auch noch zusammen in einem Becken drin sind. Da kann schon mal passieren, dass die sich dann plötzlich tauschen. Und nur wenn man sich sagt, ah ja, die Schnecke aus Sri Lanka, ist klar. Da sitzt dann aber der karibische Einsiedlerkrebs drin, weil dem ist die Herkunft, wo das Häuschen herkommt, echt egal. Was bei denen ganz toll ist, ist, etwa 10% von dieser Art hat diesen Vorteil, dass sie tatsächlich auch ganz rot gefärbte Tiere dabei sind, aber eben nur ein kleiner Teil. Üblicherweise die ganz rot gefärbten, das sind dann die Cardinati, die kommen dann von der Karibik. Da nutzen wir jetzt noch die Gelegenheit und haben mal nach ein paar Seeigeln geschaut, die üblichen, die wir hier so verkaufen oder die wir auch empfehlen, wobei es da hauptsächlich auf 2 ankommt. Jetzt aktuell haben wir hier den Tritneustes gratia, den Pfaffenhut-Seeigel, der hier in der Größe ist, wo ich ihn nicht mehr empfehle. Also schaut dafür, dass er kleine bekommt. Die sind auch immer sehr gut im Frühjahr und im Herbst, in den Wintermonaten und Sommermonaten. Da würde ich die nicht so häufig bestellen. Da geht es denen meistens nicht so gut. Also wenn sie kleiner sind, etwa einen Durchmesser haben von, ja, wie üblich 5 Mark und ein bisschen drüber, dann sind sie richtig gut und ihr könnt sie an verschiedenen Farben haben. Also spielt keine Rolle, ob sie da gewechselt sind, ob sie das haben, ob sie weiß sind oder blau sind, ist egal. Hauptsache Tribneuja gratilia. Sehr, sehr guter Einsiedler, der halt manchmal auch Schnecken, Einsiedler oder andere Sachen nimmt, um sich zu tarnen. Aber das machen fast alle Seeigel. Insofern nimmt man in Kauf,
weil toll sind sie alle mal. Was jetzt bei dem Außergewöhnliches sieht, jetzt ausgelöst durch den, dass wir den hier mal rausgeholt haben, um ihn zeigen zu können, ist, dass er gerade mitten am Laichen ist. Das ist natürlich etwas, was man selten sieht, aber zeigt halt, wenn man die Tiere gut pflegt, dann sind sie so fit, dass sie sich auch lieben gerne in einem Aquarium weiter vermehren würden. Was wir sicherlich auch mal Angriff nehmen, wenn wir dann unseren Neubau haben. Nur hier momentan geht es mit der Fläche, die wir haben, überhaupt nicht. Deswegen machen wir schön zum Zeigen. Da seht ihr jetzt einen Seeigel, der eigentlich somit der meisten verkaufteste und sicherlich auch am meisten verbreitetste in unseren Aquarien ist. Das ist der Globulus-Seeigel. Der ist deswegen ganz gut. Man kann ihn anfassen. Er hat kurze Stacheln, die sehr, sehr dicht stehen, sodass sie einen eigentlich nicht stechen. Gleichzeitig haben wir hier dann auch noch solche Freibereiche drin, die wunderschön blau leuchten, schwarz-blau, je nachdem. Ein ausgewachsenes Exemplar, das wir auch schon sehr lange hier haben. Die ältesten Exemplare, die ich kenne, sind 3-4 Jahre alt, 5 Jahre, können die also durchaus werden. Aufwuchsfresser, Algenfresser, auch wieder Biofilm wird gefressen. Das ist immer so dieser Bakterienfilm und Aufwuchsfilm, der überall drüber steht. Wenn ihr mit dem Finger drüber reibt, merkt ihr das, was so leicht schmierig anfühlt. Und fühlt man mit dem Finger, wo der gerade drüber ist, dann merkt ihr das, das ist dann schon wieder weg. Und das ist auch ganz wichtig so, weil so erneuert sich der Biofilm ständig und hält eure Bakterienpopulation, die ihr im Becken habt, auch immer frisch. Also insofern, die Tiere haben immer weitaus mehr zu bieten, als nur schön auszusehen oder gerade mal eine bestimmte Alge zu fressen, nur weil die mir nicht passt. Grundsätzlich, man geht gegen die Algen vor, indem man chemisch im Becken eingreift, indem man Werteriss sich einstellt, nicht indem man einfach nur 15 Seeigel da reinballert. Das ist nicht der Sinn und Zweck, was wir heute unter moderner Aquaristik verstehen. Wir verstehen darunter, dass wir Tiere zusammenstellen, die gut miteinander harmonieren und die einen Ausschnitt aus einem Biotop darstellen. Und da gehört der Seeigel halt einfach dazu. Ein kleiner Tipp am Rande für die Leute, die Acrylbecken haben. Mein kleiner Tipp, lasst es sein, keine Seeigel bei Acrylbecken, nur Glasbecken. Und falls ihr irgendwelche Kunststoffwannen habt, unten im Technikbecken oder auch sonst Kunststoffbecken, also wiederum Acryl, da gibt es dann noch einen anderen Seeigel, das ist diese kleine Rock Urchin. Das ist eine schwarze mit so kurzen Stacheln, weißen Ringen drauf. Mal gucken, wir kriegen den hier garantiert mal wieder nicht aus dem Eck raus. Also dieser Seeigel, der frisst sich da schlichtweg einfach durch. Den halten auch keine Glasfaserbecken auf oder sowas. Also der ist, was das angeht, rattengefährlich. Er heißt übrigens Rock Urchin, weil der bohrt sich da rein. Also der frisst sich durch Stein durch, lassen. Tripneustis oder kleine Globulus-Seeigel, auch wenn er sich ab und zu mal tarnt mit Algen oder mit Tiergezeugs, die sind einfach toll. Darum nennt man das in Kauf. Weiter geht's mit unseren Einsiedlern und den verschiedenen Arten, die wir haben. Also da muss ich jetzt mal auch was zu diesen Einsiedlern sagen. Die Artbezeichnung ist noch bescheuerter wie bei den ganzen Korallen. Ob das wirklich ein Digetti ist oder ein Striatus oder ein Halloween oder was auch immer, ganz ehrlich, keinen blassen Schimmer. Wir wissen es schlichtweg nicht. Diese Namen werden von Importlisten übernommen, wo dann irgendeiner da hingesetzt ist. Lieber Gruß, Zalig nach Sri Lanka, weil du bist auch so einer, der schreibt halt mal einen Namen hin, weil das eine Tier im Buch ähnlich ausgesehen hat. So entstehen die Namen. Ist auch gut so, wir brauchen irgendwas, was wir in Online-Shop schreiben müssen. Ansonsten würde da nur drinstehen Einsiedlerspezies 1 und das ist irgendwie auch ja voll langweilig. Wichtig nur, wo kommen sie her? Auch wichtig, macht nicht so den Fehler und mischt die alle miteinander. Einsiedlerkrebse, die aus der Karibik kommen, können Bakterien oder Viren enthalten, die aus Sri Lanka oder aus den Philippinen oder von Indonesien nicht kennen. Das kann also sehr schnell ganz schön Probleme geben durch eine Krankheitsübertragung. Also wenn ihr welche habt, dann kauft euch eine Sorte, kümmert euch um diese und dann ist meistens besser, als wenn ihr wild durcheinander mischt. Vor allem, wenn ihr räuberische oder friedliche Art miteinander mischt, das geht nie wirklich gut. Das ist jetzt wieder eine Art, die kommt auch von Sri Lanka, also eine indopazifische Art. Wunderschön, weil sie blaue Punkte hat, manchmal Streifen dann drin hat und sehr aktiv ist, kleinbleibend ist, das ist die Endgröße. Und auch hier seht ihr wieder jetzt ganz toll gesehen, die ganz kleinen, hufeisenförmigen Scheren. Die sind das auch noch, die müsst ihr achten. Das wäre jetzt Levaminus heißt der hier. Da sehen wir jetzt, der wird manchmal auch als Eleganz, ich drehe ihn einfach mal um, weil das sieht man da vielleicht gleich, wenn er rauskommt, die dicke weiße Schere. Und das ist dann schon wieder mal ein bisschen, wo man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Also wenn man die mit den schönen weißen Scheren nimmt, dann diese Art, aber nicht den großen Eleganz. Da gibt es zwei verschiedene. Die anderen sind deutlich größer, viel blauer, mit ganz deutlich blauen Ringen, sehr, sehr stark. Ihr seht jetzt die dicke Schere. Die nicht so empfehlenswert. Bleibt lieber bei diesen Dagetis, bei diesen kleinen Arten. Oder wenn wir jetzt gleich rübergehen auf eine karibische Art, das ist dann der Clibanarius, der Tricolor. Er dürfte in der Bezeichnung sogar ganz gut stimmen. Da haben wir jetzt mal einen kleinen euch da gezeigt. Sieht man auch, der ist in einem Ceritium-Gehäuse und dieses Ceritium-Gehäuse ist meistens auch in der Karibik verfügbar. Daher kann man das immer gut sehen, wo kommen die her.
Wenn ich natürlich eine Schnecke habe, die aus Indonesien ist und bin nach dem Import da, dann steckt da in der Regel kein karibischer Einsiedlerkrebs drin. Ja, das ist nur bei Einzelstücken mal der Fall. Aber daran kann man es ganz gut sehen. Nur die Clibanarius sind die kleinbleibendsten, friedlichsten Arten, die wir immer empfehlen. Sie sind allerdings ein bisschen empfindlich. Das heißt, nach dem Import sollten die ein paar Tage Zeit haben, sich zu akklimatisieren, bis sie wieder fressen anfangen. Da aber alles Fresser sind, ist es relativ easy. Und wenn ihr sie umgewöhnen wollt, sind sie auch nicht besonders empfindlich, da die wenigsten Arten in der Tiefe leben, sondern auch wiederum in den Küstenbereichen, wo sie auch mal mit schwankenden Wasserwerten zu tun haben. Das ist nie das große Problem. Gewöhnt sie aber trotzdem langsam um. Checkt also die Salinität, wenn ihr sie bekommt. Bei guten Händlern haben die Wasserwerte schon die, die ihr auch in eurem Becken habt und keine reduzierten. Und das ist auch nur so ein kleiner Tipp, woran ihr sehen könnt, ob ein Händler was taugt oder nicht. Wir haben ja jetzt euch die ganzen verschiedenen kleinen Helferlein gezeigt. Die Critters, die Schnecken, die Seeigel. Und irgendwie machen sie ja den ganzen Tag einen ganz guten Job. Da habe ich mir dann gedacht, naja, ab und zu mal belohnen wäre ja vielleicht ganz okay. Ich meine, ihr merkt, das fällt mir jetzt echt schwer. Man hat ja schon für sie bezahlt und so, aber auf der anderen Seite sollte man ihnen dann doch, damit sie gute Arbeit leisten, auch ab und zu mal was zu fressen geben. So, und dann habe ich mir jetzt mal so gedacht, zwei, drei Sachen zeige ich euch jetzt noch, womit man diese Tiere füttern kann. Gehen wir also mal an unsere Einsiedler hin. Man kann ihnen tatsächlich Algenblätter geben. Wichtig ist nur, dass ihr keine angereicherten habt, sondern wirklich Naturblätter. Wir haben auch so spezielle Schneckenplatten, die dann für Schnecken und für Einsiedler sind. Diese werden dann zwei, drei Tage vorher ins Wasser gelegt, dann quellen die auf. Da stehen die richtig drauf. Vor allem, was da ganz wichtig ist, die haben die ganzen Bakterien und sind original aus dem Meer so raus, wie sie sind. Das heißt also, alle Bakterien, Mineralien sind alle mit auf der Algenplatte drauf. Und es hält halt sehr lange. Man kann 7-10 Tage drin lassen. Also mal perfekt für einen Urlaub. Ansonsten geht jede Art von Korallenfutter, also Fest- bzw. Fischfutter. Und natürlich, was auch gerade für die Farbentwicklung bei Garnelen und auch wiederum die Häutung oder bei Schnecken oder eben bei den Einsiedlerkrebsen wichtig ist, sind zum Beispiel sowas wie Plankton, wie das Kalanusplankton. Das ist das, was die gerne aufnehmen. Auch wenn es Algenfresser sind, das ist so ein kleiner Mysterium. Es gibt praktisch keine reinen Pflanzenfresser im Meer. Das ist fast ausgeschlossen. Was es gibt, ist, dass sie natürlich sich von Algen ernähren. Pflanzen gibt es im Meerwasser nicht. Und dabei nehmen die aber diesen Biofilm auf. Also alles, was auf den Algen wächst oder um die Algen drumherum wächst. Und da sind schon ganze Menge Proteine, bakteriell und auch tierische Proteine mit dabei. Durch Einzeller, durch Würmer, durch was immer. Und das ist auch der Grund, warum dann natürlich ein Doktorfisch, wenn dann mal ein schönes Müsis runterkommt, jetzt nicht sagt, ich bin Veganer. Also das Wort kennt er nicht. Und wenn, müssten wir es ihm wahrscheinlich in seiner Sprache erklären. Weil ein Fisch haut halt rein, was gerade kommt. Und wenn es dann noch lecker ist, dann gleich dreimal mehr. Also füttert eure Tiere gut, seht es als Lohn an und wenn selbst ich als Schwabenschweizer wirklich so bereit bin, in was richtig Gutes zu investieren, damit es meinen Tierchen gut geht, dann schafft ihr das auch, bin ich ganz sicher.